Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Indie-Let's Play. Diesmal aber nicht alleine, sondern mit zwei guten Kollegen, die ihr sicherlich alle kennt. Einmal Lox und einmal Sota. Hi! Und wir spielen heute alle zusammen Starbound, wie man hier sehen kann. Und wir haben alle eine neue Quest, nehme ich mal stark an. Korrekt. Bei mir steht dann Spread Your Wings. Ich nehme an, bei euch steht was anderes dran. Fresh Meat. Okay, aber Logs. Time for an upgrade. Aha, soll ich nochmal vorlesen? Das liegt daran, dass wir alle verschiedene Rassen haben. Ah ja, genau, stimmt. Ich bin so ein komischer Vogel. Sota ist, was habe ich vergessen? Ein Florin. Stimmt, eine Pflanze. Und Logs ist ein Roboter. Genau, ich bin ein Glitch. Ich lese mal meins vor, okay? Genau. You have narrowly escaped the wrath of the Stargazers. Your ship has run out of fuel in orbit of an unknown planet. Before setting out in reach of fuel, search your ship's storage for a Meta-Manipulator. Press E to interact with objects. Okay? Oh, dann akzeptiert. Also der erste alle. Satz ist bei jeder Rasse anders und ab your ship has run out, das ist bei allen gleich. So, dann machen wir das den mal. Boah, bin auch gerade dabei. Ein Broken Sword. Ich hab eine Taschenlampe. Quest complete. So, Fackeln halt. Fackeln dahin. Okay. Feathercrone Seed. Das ist süß. Ich hab die Rasse auch noch nie gespielt. Die Avians. Ja, wir liegen im Krieg, by the way. So, ich lese das Ganze jetzt hier mal nicht durch. Das nächste ist ein Crafting Table. Quest complete. Was wir brauchen. Genau, das haben wir geschafft. Das ist hier nur von Minecraft. Genau. Also, dann sind wir jetzt alle auf dem gleichen? Ja, genau. Wir müssen jetzt alle auf dem kleinen Warp schon der cool Planet. Aus. Zack. Blümchen. Hi. Gut, hi, dann. Baumstein ist da oben gleich. Ah ja, stimmt. Genau, wir kennen das Spiel schon, wir haben schon mal gespielt, wir wollten auch schon mal aufnehmen. Also wir haben aber eigentlich schon mal aufgenommen. Aber danach gab es leider ein Charakter- und Universe-Vibe und von richtig. Daher müssen wir nochmal. Richtig, das dauert ja so lange. Das ist ja auch schon 2 Wochen her, seit wir das eigentlich machen wollten zum ersten Mal, das Let's Play. Bloß dann haben wir ziemlich schnell, dann kam ziemlich schnell die Nachricht, dass ein neues Update kommt und eben alles gewiped wird und deswegen haben wir einfach gewartet damit. Aber es kommt ja auch doof, wenn wir eine Woche anfangen und dann nochmal von vorne anfangen müssen. Richtig, und von daher haben wir das bis jetzt verschoben. Richtig. Aber dafür richtig. Und hoffentlich, so sagen die Entwickler zumindest, gibt's kein Vibe mehr. Hoffentlich. Hoffentlich, genau. Hoffentlich. Keine Viber mehr für die Zukunft. Baumfell! Ich seh's. Dong. Ich hab Holz Danke gesammelt. Holz. Ich hab Pixel gefunden. Ich weiß, die hab ich auch schon gefunden, aber ich wollte sie nicht holen. Ich spiele noch außerdem auf Normal. Es gibt ja mittlerweile auch Permdeath und Hardcore. Bei Hardcore verliert man alle Items. Wollen wir nicht. Und richtig. Permdeath schon gar nicht. Da also, nicht. Ganz normal. Wir verlieren zwar ein Drittel unserer Pixel, aber... Genau. Das ist jetzt nicht so schlimm. Pixel, das sind das, was da rechts oben ist. Das ist sozusagen so Art Geld. Du solltest das Holz einsammeln, Logs, wenn du es schon fällst. Dafür hat er doch uns. Richtig. Links runter ist... Gegner. So. Na, komm her. Böse Musik. Ja, ich bin gerade im Krieg. Hier ist eine Feather Crown. Kann ich auch mal gleich ernten. Feather Crown? Hey, das hab ich doch. Das ist doch mein Essen. Ja, aber hier auf Planeten gibt's auch, genau. Das sind die friedlichen. Aber was da in der Höhle ist... Es gibt auf jeweiligen Planeten gibt's immer eine friedliche Rasse und der Rest ist meistens böse. Also ich bin schon mal nicht die friedliche Rasse. Zucken wir uns mal die da unten sind auch Dingens. Ich gehe mal rechts, links vom Spawn schauen, ob wir da bauen können oder ob wir ganz anderen Planeten warte mal, ich wollte dir ja noch das Zeug geben. Soll ich schon mal anfangen mit Craften und so? Ich gebe dir mal alles, was ich gerade hier so hab. Zack. So. So. Dann gehe ich mal nach rechts erkunden. Nach rechts ist sehr hügelig. Okay. Au, 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 au. Okay, das dauert ewig. Ich will Spitzhacke haben. Habt ihr schon ein Crafting Table gebaut? Nein. Hm. Oh, hier ist Kohle. Oh Gott, das ist ewig. So, hat sich voll gelohnt. Ach ja, ich schneide es nicht ganz ab, weil das wächst nach. Die komischen Plant Fibers. Ach echt? Ja, das wächst wieder nach. Also nicht ganz abschlagen, gell? Wusstest du das nicht? Relativ. Nein, eigentlich. Nö, wusste ich nicht.
Ist aber trotzdem relativ, weil wir kriegen durch das Ernten auch immer Pflanzenfasern. Soda, wo bist du jetzt eigentlich hin? Bin jetzt links runtergegangen. Ja, ich sehe es. Ich habe ein Feld gefunden. Okay. Warte, ich würde dir nämlich meine Seeds einfach geben, weil du wirst es sowieso anpflanzen. Ich hol bloß noch den Baum hier. Nämlich auch ein bisschen Holz. Und Hühner. Hab. So. Warte. Baumfeld! Ich wollte hier runter. Das Spiel ist in der Beta zurzeit. Version Furious Koala. Hier gibt es keine Versionsnummern, hier gibt es komische Namen dazu. Wow, Hilfe! Koalas. Vorher war es der Angry Koala. Stimmt. Au, 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 au. Also der Planet eignet sich schon mal nicht zum Bauen. Au, 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 au. Oh Gott, ey. Got a problem? Doch nicht. Hab's geschafft. So, ich könnte mal hier kurz craften. Bandages. So viel wie geht. Einer. Scheiße. Der schießt ja mit Gift. Au. Ach cool. Ach stimmt. Das haben sie jetzt geändert, dass man die Bandages nicht mehr isst. Well done. Wie war das hier nicht bauen oder wie jetzt? Ach cool. Ich glaube, diesen Planeten nehmen wir nicht zum Bauen. Der ist zu hügelig einfach. Ja, das kann man ja anpassen. Achso, falls ihr die Quest nicht lesen konntet, einfach mal Pause drücken. So, ich habe ein Crafting Table. Den stelle ich jetzt trotzdem erstmal hier kurz hin. Beziehungsweise, nee, warte mal. Du brauchst ihn ja auch. Aha. Moment, dann komme ich gleich zu euch. Ich baue noch hier schon. Und jetzt brauchen wir Fleisch. Soll das kannst hin? Du gleich wieder haben. Wir können es ja wieder abbauen, dann kannst du es hier nehmen. Soll ich es hinstellen? Mal hin. Hä, wo ist es? Genau. Achso, da oben. Da. Ein Campfire. Hast du eins? Ich brauche eine Picke. Warte. Oh, ein Huntingbook kann ich auch machen. Ich mache eine Hoe. Und noch eine Axt. So. Machst du gerade oder soll ich mir selber machen? Ich habe jetzt nur von jedem eins. Moment, ich mache mir selber. Ich bin nämlich gerade so schön dabei. Eine Picke will ich haben. Und eine Axt will ich auch haben. Falls du brauchst. So. Ich habe schon was alles. Zu essen? Okay. Vorerst. Ja. Um mir den Weg zu ersparen, beam ich mich aufs Schiff und wieder zurück. So, warte mal, ich geb dir mal meine Samen. Es hört sich falsch an, aber. Ein Schelm, der jetzt was Böses denkt. So. Schlimmer wäre es jetzt gewesen, wenn. Oh. Gut. Was ist denn das? Hier ist aber trotzdem blöd zum Anpflanzen. Au. Ja, du darfst dich trotzdem entscheiden, wo du anpflanzt, aber ich geb dir einfach mal. So, ich habe nämlich hier irgendwo Kupfer gesehen. Richtig cool und muss gleich einen anderen Planeten suchen. Schön. Geh weg. Für dich. Okay. Ich brauche mehr Holz. Ich hab kein Campfeuer. Ah, scheiße. Okay. Seid ihr eigentlich friedlich? Bei mir sieht man jetzt den ersten Tod und ich werde von einer Maschine erneut zusammengebaut. Link Pixel. Zack. Und dann gepresst und dann bin ich wieder da. So, mit Axt geht es auch viel schneller. Okay, ich habe ja auch ein paar viele Gegner gerade. Na, so, gut. Hier ist doch das Ding. Gut. Kupfer. Da. Und was auch neu ist, manche Gegner haben jetzt Attacken, die genau. Auf Gravitation beruht. Also Echt? Sie schleudern einen in die Luft oder pusten einen richtig weg. Das gab es vorher auch nicht. Das ist ziemlich witzig teilweise, ja. Die neue Version habe ich eigentlich noch gar nicht gespielt. Die alte haben wir ja bis zum, wie heißt der letzte Sektor nochmal? Sektor X. Ah, genau. Ja. Der mysteriöse Sektor. Okay, hast du Holz für mich? Ich habe gar nichts. Ich bin gestorben. Oder doch, warte mal, stopp. Oder mach mal ein Campfeuer. Ja, oder ich mache jetzt ein Campfeuer. Wie viel Holz brauchst du denn? Nee, passt schon. Okay. Mach jetzt erstmal ein Campfeuer und pack mal das Hühnchen. Kannst du mir mal kurz das Crafting Table geben? Danke, Quest complete, yay. Als nächstes wollen wir was zu essen. Was zu essen habe ich sogar. Also das Campfire. Das Spiel ist eigentlich ähnlich wie Minecraft. Man kann so ziemlich alles abbauen und wieder setzen. Richtig. Bloß ist halt nicht so schön dreidimensional, sondern mehr so 2D, wie man schön sieht. Man kann hinter. Es gibt eine Mod für Minecraft, dass du tatsächlich genau so spielst. Also es gibt auch einen Hintergrund und einen Vordergrund. So, als nächstes Stimmt, habe ich auch mal gesehen. Brauchst du gerade Kobbels oder warum gräbst du dich da durch? Kobbel, ja. Weil ich weiß, was als nächstes kommt. Der Ofen? Ein Ofen. Richtig. Wir brauchen doch noch erstes Meat. Lox hat Meat. Wir brauchen es ja nur in die Hand nehmen. Ich hab's. Hier, kommt. Warte. Zu mir, wenn ihr wollt. Gib mir Meat, dann kann ich die Quest beenden.
Aha! Food fight! And now it's time for a furnace. So. Furnace, so. Ich auch Futter? Ach so, ach, du hast es noch gar nicht. Mm-mm. Warte, da. Hey! Okay. Dann mache ich das doch mal gleich. Tu die ganzen Zwang an. Ich gehe derweil hier meinen. Ich könnte meine Moment mal, wo ist denn das Crafting Table? Logs! Ich hab's nicht. Ich? Da steht's doch. Ja. Mensch. Wo ist es hier? Gut. Das stimmt, das könnte man eigentlich gleich hier so. Ach ja, genau. Hallo. Es gibt hier verschiedene Erze. Kohle ist klar. Okay, das ist jetzt kein Erz, aber Kohle gibt's ein auch. Einrufen! Yay! Gibt's Eisenerz, das ist das, was ich gerade abbaue. Kupfererz hatte ich vorhin schon gesammelt. Dann gibt's noch Silber, Gold, Karten. Platin und Diamanten. Ja, bitte. Ofen. Oh, Ofen. I'm coming to you. Jetzt sehe ich sogar, dass du das in der Hand hast und wo du das setzen ja, willst. Ja, ich auch. Das ist voll cool. Nein! So, da hat's jetzt. Moins. Ich hab auf Karten gewartet. Huch! Nein! Hol dir den Ofen! Jetzt hätte ich es eigentlich so dazu werfen müssen. Und jetzt ein Iron Bar. Soll ich das Ding eigentlich mal hinstellen? Ja. Auf die ja, Workbench hier. Hätte ich auch gemacht. Ja, jetzt ist verschoben. Mensch, Karten. Nein, das ist so, weil der Ofen ist kleiner. Mhm. Oh Moment, die Musik ist noch ein bisschen zu laut. So, Feuerchen, weil es wird Nacht und es wird kalt. Aber ich gehe. Ja, der krieg ich dann. Hat wer cool. So, Quest complete. Und jetzt ist Distress Beacon. So. Eisen, Eisen, Eisen. Genau, wir brauchen einen Eisenbarren, beziehungsweise... Da. Yay! So, das ist dieser Beacon, den müssen wir bauen aus verschiedenen Sachen. Jetzt kann ich einen Rest machen. Und dann können wir praktisch den ersten Boss rufen. Richtig. So, denkt an eure Fackeln. Ladies, was es wird kalt in der Nacht. Was brauche ich denn jetzt eigentlich für Werkzeug? It's gonna be the cold outside. Warte mal, wir müssen noch kein Anvil craften? Achso, kann ich auch noch nicht, weil fehlt noch was. Hm. Das ist doch Eisen. Holst du raus im Ofen? Im Ofen ist Eisen. Hab ich doch. Achso. Aber es reicht noch nicht, weil ich brauche 8. Ich habe noch keine Werkzeuge. Achso. Wenn ihr mir ein bisschen Kobbel und so weiter geben könntet oder Holz, ach, das wäre toll. Sprich doch zu uns. Ja. Gibt's? Da hättest du schon alles einmal gemacht. Einmal Picke und einmal Axt wäre toll. Hast du für ihn oder? Ja. Okay, dann gehe ich runter. Picke. Axt. Yay. Die Hobe halte ich. Kohle. Ich sehe Kohle. Cool. Weil dann können wir ein Schiff fortbewegen zu einem anderen Planeten und schauen, ob es da besser ausschaut mit dem Bauen, weil ein flacherer Planet wäre schön. Du hast wieder Ansprüche, ist unglaublich. Es gibt extra flache Planeten zum Bauen. Und es gibt halt diese hügeligen Planeten perfekt zum Minen. Also jeder Planet hat da auch so seine Eigenschaften. Mit Mini-Biome. So, ich finde das Wasser immer noch voll cool. Vor allem das ist hier schwarz, das soll Voltaire oder sowas darstellen. Keine Man kann Ahnung. Auch das Wasser ablaufen lassen. Will ich ja, aber nicht. Bis zu einer gewissen Höhe allerdings nur. Baden wird gerade belästigt. Aua, hey. Hoppala, ich komme jetzt hier nicht mehr raus. Hallo? Pizza. Alter. Braucht ihr Hilfe? Nein, ich wollte dich doch mit von einem Bogen abschießen. Menno. Spielverderber. Das ist Kohle. Muss aber Bandagen machen. Bin ich wieder halb tot. Ich ersaufe so langsam. Schaut uns doch was. Ich musste mir noch die Kohle zocken. Meins. Alles meins. So, Erde auch. Und Erde noch nicht wegschmeißen. Ich mache daraus gepackte Erde. Das ist gut zum Bauen. Man sieht schon, man kann hier viel meinen. Nicht aus. Mich wundert's, wenn ich mich von der Fackel entferne, dass mir nicht kalt wird. Der Planet ist relativ warm, scheint mir. Das ist doch schön für den Anfang. Vielleicht dauert's auch nicht so lange und nicht mehr so lang. I don't know. Vielleicht ist es nicht mehr so heftig. Nee, es gibt auch durchaus Temperaturunterschiede von Planet zu Planet. Genauso wie die Gravitation. Ich spiel grad Ente. Vogel im Wasser. Oh, ich spiele gerade Ertrinkende Ente im Moment. Das war der Sound, ja.
Ich denke mir gerade, what the fuck? Ich sehe gerade gar nichts. Keine Erze, keine Rohstoffe, kein Nischt. Kein Nichts. Kein Nichts. Das ist aber nicht so viel. Mhm. Warte, machen wir das so. Oh, hier ist ja nichts. Warte, machen wir es doch anders. Da, na gut, ich wollte eigentlich das meinen sowieso euch überlassen. Geh schon mal hoch und mach gepackte Erde. Boing. Ha, Eisen. Ja, brauchen wir auch noch ein bisschen. Wir brauchen ja noch so einen Amboss. Amboss. Kennt man ja. Na? Oder ich baue. Oh, Lux, unter dir ist eine Höhle. Hütte. Habe ich gerade gesehen, ja? Hier rein. Vorerst. Das war ganz schlau gesetzt, die Fackel. So. Jetzt habe ich bloß immer einen Affen und ein Ding gespielt, einen Menschen. Gibt später, das kann ich ja auch schon mal verraten, die Rassen haben in dem Sinne nur spezielle Boni bei ihrer eigenen Rüstung. Also es gibt Rüstungen, die alle gemeinsam craften können, wie Silber oder Gold. Und dann diese spezielle Rüstung, die daraus entsteht. Mhm. Und je nach Rasse gibt es dann verschiedene Boni. Wobei ich sagen muss, bei dem Vogel sind mir die nicht aufgefallen. Okay, was hatte der überhaupt nochmal? Er kann wohl gleiten, aber vielleicht haben sie das jetzt in der Version gefixt. Ah. Ich fliege! Der Floran lädt bei Sonnenlicht seine Energie wahnsinnig schnell wieder auf. Okay. Und der Glitch kann, wie war das, schnell abbauen? Cool. Genau. Achso, Lox ist ein Glitch, also die Rasse nennt sich so. Also ja, falls sich jemand wundert, was Soto hier gerade meint. Lox ist ein Glitch. Ach, by the way, ich wollte ja was zeigen. Hier. Ah, ich wusste doch, ich habe hier irgendwas gehört. Torch scare Floran, but Floran must master the torch. Das S sprechen die auch immer sehr witzig aus. So wie Schlange. Wie machst du das? Die haben doch einfach einen Sprachfehler. Oder beziehungsweise diese Lupe da an der Seite. Also, hier. Torches are as indispensable. Was die Glitches sagen immer die Emotion noch dazu, das stimmt. Ja. Also, Statement oder, ne, sowas halt. Da hüpft ein böses Viech draußen rum. Da geh ich auf. Wow, wow, wow. Was seid ihr für Viecher? Alter, die machen einen Eisatem. Ich rette dich. Genau, die pusten dich fort. Oder? War's doch. Bist denn tot? Mensch, Silber dauert lange. Das ist der Meister-Loot hier wieder da. Das ist meine Höhle. Denkst du? Du hast doch eine eigene gehabt. Das war Sackgasse. Ja. Ist ja nicht so, als könntest du dich nicht weiter bauen. Nein, ich weiß nicht, wie das geht. Meins, vergiss es, meins. Alles meins. Hörst du auf. Ach ja. Ja toll, jetzt. Ach, du bist ein Arsch. Meins. Ich halt die Pixel, die hier unten sind. So. Verdammt. Meins. Was fängt das jetzt schon an? Wir sind gerade mal in der ersten Folge. Oh. Wo geht's hier hin? Ach man, ich bin so blöd. Oh, da ist noch Feuer hier. Baut er mich ein? You shall not pass. Ah. Mal alles eins. Meins? Meins? Ich weiß, ich habe keine Fackeln mehr. Das ist taktisch. Ich habe auch kein Holz mehr. Das ist taktisch noch blöder. Ja, bleib du mal da oben. Dann ein paar. Ja, du sollst da oben bleiben. Oh. Nein! Nein! Verdammt! Doch, hab ich's gekriegt. Du hast es gekriegt, du Vogel. Nein, ich bin der Vogel, Entschuldigung. Wollte schon ganz sagen, falsch. Du. Inventar, geh mal weg. Keine Ahnung. Na? Du läufst doch bestimmt mit Windows 8. Hey, wie geil. Ja. Das habe ich dir gegeben. Oh, ich habe auch keine Fackel mehr.
ich sammle mal hier noch so ein bisschen Pflanzen, die hier von der Decke hängen. Oh, das ist ja Gift. Ach so. Das, ist das grüne da, das grüne Wasser da unten ist Gift. Das ist böse. Genau, weil auch unterirdisch gibt's Mini-Biome. Also andere Biome als an der Oberfläche. Richtig. Ich hab mich mal gepackte Dings. So, der packt jetzt wieder mit ihrem Fachwissen aus. Packt mit ihrem Fachwissen aus. Hä? Packt ihr Fachwissen aus, so. So, das müsste Silber sein, wenn ich es richtig sehe. Ich habe auch nur knapp 200 Stunden hier verbracht. 200 schon? Fast. Wann hast du denn das bitte gemacht? So zwischendurch, nach der Arbeit, keine Ahnung. Okay. Also ich hab Prison Architect und das habe ich schon viel gespielt. Das habe ich jetzt, ich weiß gar nicht, ich glaube 80 Stunden, 90 Stunden oder sowas habe ich das gespielt. Okay, ihr habt eindeutig zu viel Zeit. Tja. Hättest du was Gescheites gelernt? Ich habe ja noch nichts gelernt. Das ist ja das Problem. Ich bin ja nicht fertig. Alter, Tür? Weißt du, im Gegensatz zu dir haben wir samstags Zeit zu zocken. Du musst halt Klausuren schreiben. Richtig. So. Ja. So, das ist schon mal... Oh, was bist du denn? Du hörst dich an wie ein Pferd. Ja. Ja. Mhm. Das hat mich gerade angewirrt. Ui, Sand. Hallo. Scheiße. Aua. Komm ich da hin? Warte mal. Lala, wenn es mich stört, dann baue ich es einfach ein. So. Ja, doch. Jupp. Pixel. Dann so. Oha, was ist denn hier oben passiert? Ich fange an, doch ein Haus zu bauen. Das vorerst. Ist mal, achso, warte mal. So. Hm? Das ist hier mal alles für dich. So. Das ist für dich. Ich hab Sand gefunden. Das ist für dich. Was habe ich denn hier noch alles? Wow. Kupfer habe ich noch. Tell me more. So, das ist voll begeistert. Big Zeugs. Das habe ich noch. Wir brauchen eine Ender Chest. Moment, falsches Spiel. Das habe ich noch und ich mache noch ein paar Verbände. Ach ja, wie man bestimmt schon gemerkt hat, wir haben ein sehr großes Inventar. Das ist sogar zweigeteilt. Und Sachen kann man bis zu 1000 stacken. Das hat man bestimmt auch schon gemerkt. Das sind Stacks, oder? Ja. Ja. Ein Traum. Wenn wir da mal haben wir schon eine Kiste? Nee, noch nicht. Glaube ich nicht. Nein, ich bin noch... Kannst du mir ein bisschen Holz geben? Au. Nee. Planks oder? I want to break free. Ja, doch. Das kannst du dann in die Kiste legen. Ich brauch nur Holz für... Bin hellauf begeistert. So. Meins? Achso, erstmal. Ja. Bitte auch das Holz dann einsammeln, ja? Nö. Wäre voll cool. So. Hallo, ihr seid lieb, gell? Ihr seid lieb, ja. Habt ihr schon Sand? Hab ich gerade Sand bekommen, vielleicht? Ich habe Sand gefunden. Ah. Naja. Aber noch für den Moment, dann benutze ich halt. Ja. Ja. So. Na, so. Wenn es da du störst, dann mache ich schon mal. So, achso, Kohle hatte ich, ja. Also kann ich mir Torches machen. Yay. Da. So. Wo sind die hin? Buche ich mir halt meine eigene Höhle. Naja, viel Spaß. Oh, böse. Hier ist nichts Tolles. Du hast eine grüne Chest gefunden, oder? Achso, nee, das ist nicht, aber ich. Warum habe ich denn jetzt? Habe inzwischen Gold gefunden und ganz viele Pixel. Manchmal kriegst du halt Fleisch, auch so. Ohne Jagdwaffe. Okay. Das kommt vor. Jetzt beschwer dich halt nicht. Ja, ich. Oh, da oben ist ein. Ich weiß nicht, so, da gucken wir, was ist das für eine Rasse da oben, links oben? Das ist ein Bandit und das sind Jottel, keine Ahnung, das sind so Fischmenschenartige. Wow! Fischmenschen? Wow! Ja, diese Fischis. Mit den drei Augen. Ach die. Wenn du den jetzt herlockst, dann töte ich dich. Ach scheiße, PvP ist bis zum Sektor X noch aus. Dann töte ich dich. Ah, nee, doch nicht.
Aber dann später. Wenn es soweit ist, dann schlage ich dich kurz und klein. Weil da ist ein Camp. Ja, da ist aber nichts. Ah, cool. Ich hab mich mal kurz hier hingelegt. So. Ja. Ich mag die Musik voll. Ich bin anscheinend noch hoch genug. Ja. Die haben doch neue Musik reingetan, oder? Hieß es doch. Hab ich jetzt nicht feststellen können. Okay, schade. Schön entspannt. So, gehen wir mal da hoch. Stellenweise erinnert sich schon sehr an Minecraft. Ja, aber es ist nicht der gleiche Komponist. Richtig, das ist vergessen. Genau, den meinte ich auch gerade. Aha. Was zur? Ganz ruhig, alles wird gut, sagt man zumindest immer. Alles wird gut. Soweit ist er noch nicht. Oh gut, bis dahin, es dauert noch lange. Nein, das war gerade ein Insider irgendwie. Das war Gothic. Ja. Was? Moment. Klärt mich auf, sofort. Das kommt später, wie gesagt. Wann kommt denn das nochmal? Ich erinnere mich an den Text, aber ich kann es gerade nicht einordnen. Alles wird gut. Immer gegen Ende. Ah ja, aber bei welchem? Aber beim ersten Ende war das auch noch gar nicht. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall später mit dem Schiff. Ja, genau. Teil 2. Ach toll, jetzt habe ich das weggehauen. Nee. Wow, ich habe hier immer noch so viel Zeugs. Dann töte ich mal kurz das Viech da. Viel Spaß. So, Tor. Hallo. Dun, 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 dun. Und auf die andere Seite. Hallo. Hüpft er in die Höhle? Alter. Kann man jetzt eigentlich immer noch mit dem Kupfererz alles reparieren? Ja. Okay. War es eigentlich mit der Version schon im X-Sektor? Ja. Okay, ich sag nichts mehr. War harte Arbeit, aber ja. Gut, ich sag schon gar nichts mehr. Ich bin sprachlos sozusagen. So, Holz wäre jetzt so langsam auch nicht schlecht. Holz ist so langsam Mangelware. Oh, ernten kann ich auch schon. Oh, stimmt, ich muss ans Essen denken. Verlunger, getting pretty hungry, Ich soll vielleicht wieder raufkommen. Das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Oh, oh, große Viecher. Aber das ist noch Eisen. Moment. Aber zuerst durch mal das noch. Komm, das Eisen hole ich mir aber noch. Oh, das ist das Essen, was ich dabei habe. Das komische Ding hier. Komische Ding? Kann man das auch ungekocht? Oh dear, tastes like copper. Anscheinend ist das Essen. Das kannst du so essen, ja. Ja, es hat's gerade gegessen. Gut, dann kann ich noch ein bisschen ausmachen. Rohes Fleisch, weiß ich nicht, was das mit dir anstellt. Ich glaube, das kannst du nicht essen. Also früher konnte man es essen. Nee, ich glaube nicht. Jetzt du hast es ja nicht mehr in der Hand, mal wenn du es ausgewählt hast. Nee. Geht nicht mehr. Kannst dir aber ein Campfeuer machen, bestimmt. Oder konnte man rohes Fleisch essen? Ganz dringend Holz. So. Das war mal aggressiv. Scheiße. Ach, da ist ja noch ein Ding. So. Hab ich da hinten jetzt eigentlich was übersehen? Ja, die Florans sind nicht nett. Mehr das Sau. Du bist doch Floran. Richtig. Beleidigst du jetzt gerade deine eigene Rasse? Nein. Ich sag nur, wie passend das eigentlich ist, dass ich die spiele. Was hast du jetzt gesagt? Hey, da ist Eisen. Nox hat mir noch Verbände gegeben. Sehr schön. Ach nee, das ist Kupfer. Okay, egal. Es ist ein Erz. So, das müssen wir abfließen. Ich mag das mit diesen Flüssigkeiten hier. Es ist ein Baum. Es ist ein Baum. Also hier bei mir fließt das Wasser schon nicht mehr ab. Ja, das war vorhin doch auch schon so. Ziemlich am Anfang von der Höhle. Das war es auch nicht richtig abgeflossen. Soll ich euch mal... Ich hätte mal so einen Vorschlag.
Die Folgenpause. Folgepause. Richtig, wir haben jetzt nämlich eine halbe Stunde. Das reicht für den Anfang. Ja, ich dachte, die erste Folge machen wir einfach mal ein bisschen länger. Okay, ich bringe mich kurz ins Häusli. So. Noxischatz für dich. Ja, von mir aus, können wir machen. Oh Gott, gut. Und ich hab Hunger. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao.